Ihr habt Offenbarung Kapitel 14 gelesen, aber bevor ich auf die Verse in Offenbarung Kapitel 14 eingehe, geh nochmal zurück zu Offenbarung Kapitel 13. Da heißt es in Offenbarung Kapitel 13, Vers 3, ich will dir den Kontext geben, und ich sah einen seiner Köpfe, also Kopf des Antichristen, des Tieres, ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte, und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich, wer vermag, mit ihm zu kämpfen? Also der Antichrist wird legitimiert, er kommt an die Macht dadurch, dass er eine tödliche Wunde erhält. Aber der Teufel wird ihn auferwecken. Es wird wahrscheinlich eine Art Fake-Auferweckung sein. Dadurch wird der Antichrist legitimiert, dass er sich eben als Gott ausgibt, in den Tempel Gottes setzt. Was beginnt mit diesem Ereignis? Die Bibel spricht von dem Gräuel der Verwüstung in der Mitte von Daniels 70. Woche. Damit beginnt die große Trübsal, wie sie in der Bibel beschrieben wird. Dann heißt es in Offenbarung 13, Vers 5, und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redete, und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Also der Antichrist kommt an die Macht, er wirkt 42 Monate lang, 3,5 Jahre lang, beginnend wo? In der Mitte der 7 Jahre. Das heißt, der Antichrist regiert dann den ganzen Zorn Gottes hindurch. Was erwarten wir jetzt, wenn der Antichrist an die Macht kommt? Nun, wie schon gesagt, die große Trübsal beginnt. Aber was erwarten wir dann 75 Tage später nach der großen Trübsal? Das erinnert natürlich an die Verse in Matthäus Kapitel 24. Es heißt, denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt dann bis jetzt keine geschehen ist, gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch errettet werden. Aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Die Tage der großen Trübsal, sie werden verkürzt. Was erwarten wir jetzt also nach Offenbarung Kapitel 13, nach der großen Trübsal? Wir erwarten die Verkürzung der großen Trübsal, nämlich dadurch, dass Jesus Christus wiederkommt. Matthäus Kapitel 24, Vers 30 sagt, ich lese dir einfach nur diese Verse vor, ich will dir einfach schnell einen Überblick geben. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Also wir erwarten nach Offenbarung Kapitel 13, nachdem eben der Antichrist an die Macht gekommen ist, die große Trübsal beginnt, was erwarten wir danach? Wir erwarten die Entrückung. Das ist das, was wir jetzt erwarten würden in Offenbarung Kapitel 14. Und wie ich dir schon mal gesagt habe, die Offenbarung wiederholt sich. Es geht bis zum Ende von Kapitel 11 und dann mit Kapitel 12 geht alles wieder von vorne los. Nun, lass uns prüfen, ob diese Theorie stimmt. Ja, wir erwarten jetzt nach Offenbarung Kapitel 13 die Entrückung. Lass uns nochmal zurückgehen zu Offenbarung Kapitel 6. Geh zurück zu Offenbarung Kapitel 6. Da heißt es in Vers 9. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Also was wir sehen ist die große Trübsal und die wird hier nicht wortwörtlich erwähnt, aber es geht mit dem Zeitablauf einher, den wir in Matthäus Kapitel 24 finden und den wir dann eben auch in Offenbarung Kapitel 13 und 14 finden. Die große Trübsal, die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Spring runter zu Offenbarung 6, Vers 12. Spring runter zu Vers 12, da heißt es, und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und siehe, ein großes Erdbeben entstand, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Also hier sehen wir eben eindeutig die Zeichen, die in Matthäus Kapitel 24 beschrieben werden. Sonne und Mond werden verfinstert, Sterne fallen vom Himmel, und dann kommt Jesus wieder. Sehen wir das, dass Jesus wiederkommt? In Offenbarung Kapitel 6, nun lass uns weiterlesen, springen runter zu Vers 17, denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Ah, okay, also nochmal als Rekapitulation, der große Tag seines Zorns, ja, das ist derselbe Tag, der Tag des Herrn, Jesus kommt wieder, es ist gleichzeitig der große Tag seines Zorns, am selben Tag beginnt auch der Zorn Gottes. Und wir werden das dann alles gleich vergleichen mit dem Ablauf in Offenbarung Kapitel 14. Offenbarung Kapitel 7, Vers 3, geh ein Kapitel weiter zu Offenbarung Kapitel 7, Vers 3. Und er sprach, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirn versiegelt haben. Also was wir jetzt erwarten ist, wir haben die große Trübsal gesehen, wir haben die Zeichen gesehen, Offenbarung Kapitel 6, Vers 12, Sonne und Mond werden verfinstert, wir erwarten, dass Jesus wiederkommt.
Nun, es geschieht noch etwas davor. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, Offenbarung Kapitel 7, Vers 4, 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israels. Wir sehen jetzt eben die 144.000. Und das werden wir dann auch gleich vergleichen. Ist das tatsächlich derselbe Ablauf, den wir dann sehen in Offenbarung Kapitel 14? Stimmt diese Theorie, dass die Offenbarung sich wiederholt? Offenbarung Kapitel 7, Vers 9, spring runter zu Vers 9. Nach diesem sah ich, und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, und Palmzweige waren in ihren Händen. Woher kommt diese große Schar? Vers 14, da heißt es, und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Also sie kommen aus der großen Drangsal, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Was ist also geschehen in der Zwischenzeit? Die Entrückung ist geschehen. Also wir sehen den eindeutigen Ablauf. Es geht einher mit Matthäus Kapitel 24. Der einzige Unterschied ist, dass wir ein zusätzliches Detail erfahren in der Offenbarung, und zwar die Versiegelung der 144.000, die vorbereitet werden auf den Zorn Gottes. Wir haben also die große Trübsal, der Antichrist kommt an die Macht, Offenbarung Kapitel 13, was wir letztes Mal gehört haben. Dann erwarten wir eben, dass die 144.000 erscheinen. Dann erwarten wir, dass Jesus wiederkommt. Man könnte sich hier an der Stelle mit den 144.000 und der Entrückung, die kurz danach kommt, die Frage stellen, ob die Entrückung an sich während der Versiegelung der 144.000 stattfindet oder und danach sehen wir dann eben die Gemeinde im Himmel, oder ob die Entrückung, also auch der Prozess der Entrückung nach der Versiegelung stattfinden wird. Findet der Prozess der Entrückung während der Versiegelung statt? Oder findet auch der Prozess der Entrückung nach der Versiegelung der 144.000 statt? Aber wir sehen dann in Kapitel 14, Offenbarung Kapitel 14, eindeutig, dass auch der Prozess der Entrückung an sich, dass wir aufgenommen werden in den Himmel, dass auch der nach der Versiegelung der 144.000 stattfindet. Das ist kein langes Ereignis, denn die Bibel ist eindeutig, dass der Tag des Herrn, dass am Tag des Herrn Jesus Christus wiederkommt, dass gleichzeitig aber auch ein Tag der Trauer sein wird, wo Leute sagen werden, und ein Tag der Angst, wo Leute sagen werden, verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Der große Tag seines Zorns ist gekommen. Also am selben Tag muss dann noch der Zorn Gottes beginnen, und zwar ungefähr eine halbe Stunde später. Oder eigentlich genau eine halbe Stunde später. Die Bibel sagt, eine halbe Stunde, das ist eine genaue Zeitangabe nach der Entrückung. Also die Versiegelung der 144.000 ist eine kurze Sache. Ich will nicht zu sehr auf Details eingehen, ich wollte dir einfach nur zeigen, wir sehen die eindeutige Abfolge. Die große Trübsal, Antichrist kommt an die Macht. Wir sehen die 144.000, die Versiegelung, und danach geschieht die Entrückung und wir sind im Himmel. Jetzt gehe mit diesen Gedanken, mit diesem Zeitablauf zurück zu Offenbarung Kapitel 14. Offenbarung Kapitel 14 in Vers 1. Was erwarten wir jetzt? Nun noch nicht sofort die Entrückung, sondern erst erwarten wir die 144.000. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Also das Lamm, Offenbarung Kapitel 14, Vers 1, ist hier immer noch im Himmel. Immer noch im Himmel. Nicht schon im Himmel, sondern das Lamm ist immer noch im Himmel, zusammen mit den 144.000. Die Entrückung ist noch nicht geschehen. Ja, Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Das Lamm, das wir in Offenbarung Kapitel 5 sehen, das dann das Buch mit den sieben Siegeln, öffnet, dasselbe Lamm, das ist immer noch im Himmel. Jesus Christus ist immer noch im Himmel, er ist noch nicht auf die Erde zurückgekommen. Die Entrückung ist noch nicht geschehen. Offenbarung 14, Vers 14, was erwarten wir nach den 144.000, die Entrückung? Lass uns jetzt prüfen, ob dieser Zeitablauf, den wir bisher gelernt haben, auch mit Offenbarung 14 übereinstimmt, ob sich die Offenbarung tatsächlich hier wiederholt. Was sehen wir? Offenbarung 14, Vers 14. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen. Er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß, sende deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist für dich gekommen, weil die Ernte der Erde überreif geworden ist. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde und die Erde wurde
abgeerntet. Also hier sehen wir etwas, was wir in Offenbarung Kapitel 7 nicht so eindeutig gesehen haben. Hier sehen wir tatsächlich die Entrückung. In Offenbarung Kapitel 7 haben wir nur gesehen, dass dann auf einmal die Gemeinde im Himmel ist. Ja, dass alle entrückten Christen im Himmel sind. Aber hier sehen wir auch den Prozess der Entrückung in Offenbarung Kapitel 14, Vers 14 und den nachfolgenden Versen. Der Prozess der Entrückung, der eindeutig stattfindet nach den 144.000. Also Jesus kommt auf der weißen Wolke wieder. Er sendet seine Sichel aus, die Erde wird abgeerntet. Das ist natürlich alles sehr symbolisch. Die Ernte ist ein typisches Symbol für die Entrückung, für das Ende der Weltzeit, sagt die Bibel. Dieselbe Reihenfolge. Antichrist, große Trübsal, 144.000, Offenbarung Kapitel 7, Offenbarung Kapitel 14, Entrückung, Offenbarung Kapitel 7, Offenbarung Kapitel 14. Es deckt sich ab. Es ist dieselbe Reihenfolge. Und das ist etwas, was leicht zu sehen ist in Offenbarung. Deswegen will ich darauf eingehen. Wenn wir einfach diese Verse miteinander vergleichen, es ist ziemlich eindeutig. Und es ist besser, dir vor Augen zu halten, okay, das verstehe ich, das ist einfach, als zu versuchen, gleich alles auf einmal zu verstehen. Beginne mit den einfachen Sachen. Und das ist einfach zu verstehen, dass die Offenbarung sich wiederholt. Das ist ziemlich eindeutig zu sehen. Dieselbe Reihenfolge und Offenbarung Kapitel 14, Vers 1. Jetzt, wo wir das geprüft haben, stimmt das alles überein? Ja, es stimmt überein. Lass uns jetzt auf Offenbarung Kapitel 14, Vers 1 wirklich eingehen. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters und ihren Stirn geschrieben. Jesus Christus, das Lamm ist im Himmel, umgeben von 144.000. Wir sprechen hier vom himmlischen Jerusalem, das auf die Erde herabkommen wird. Es ist noch nicht auf der Erde, das ist noch im Himmel. Das Lamm ist immer noch im Himmel. Jesus kommt erst später auf die Erde. Die Versiegelung, die wir sehen, die 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirn geschrieben. Wir haben in Offenbarung Kapitel 7 von der Versiegelung gelesen. Der Antichrist imitiert diese Versiegelung. Und zwar heißt es, dass er allen ein Malzeichen geben wird. Lass mich diesen Vers nochmal raussuchen. Es bewirkt, dass allen, den Kleinen, den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten ein Malzeichen gegeben wird, auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Der Antichrist imitiert diese Versiegelung. Und wozu dient diese Versiegelung? Wir sehen das dann später. Wer versiegelt ist, nur die 144.000, die werden während des Zornes Gottes nicht getötet. Genauso, wenn du das Malzeichen des Tieres annimmst, was wir Christen nicht tun werden, wir werden nicht darauf hereinfallen, dann wirst du vom Antichristen nicht getötet. Aber was ist die Nebenwirkung? Du kommst zur Hölle. Du fährst definitiv zur Hölle. Du bist verdammt an dem Punkt. Offenbarung Kapitel 14, Vers 2, da heißt es, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners. Und ich hörte die Stimme von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die erkauft worden sind von der Erde. Eine riesige Schar, zum einen die 144.000, die ein neues Lied singen. Die Stimme von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. Zehntausende Engel sind im Himmel. Aber das Lied, das wird nur von den 144.000 gesungen. Was für ein Lied ist das? Nun, gute Frage, nächste Frage, denn niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die erkauft worden sind von der Erde. Sie singen ein neues Lied. Natürlich werden wir nicht dieses neue Lied singen. Aber was wir sehen hier ist, dass eben nicht nur Psalmen gesungen werden. Und es gibt diese komische Lehre unter manchen Christen, dass wir nur Psalmen singen dürfen. Bloß nicht irgendwie ein neu erfundenes Lied singen, sondern nur Psalmen dürfen wir singen. Nun, der Witz an der Sache ist, dass in den Psalmen, und ich habe einen Vers rausgesucht, aber ich lasse die jetzt aus, weil es zu lange dauern würde, dass im Buch der Psalmen immer und immer wieder gesagt wird, singt dem Herrn ein neues Lied. Also wir sollen Psalmen singen, aber dann bloß nicht ein neues Lied singen, obwohl die Psalmen uns befehlen, ein neues Lied zu singen. Was für einen Sinn macht das? Das ist dumm. Aber es gibt diese Lehre, dass wir angeblich nur Psalmen singen durften. Nun, das ist eine Lüge, denn die Bibel sagt uns auch im Neuen Testament, dass wir in Psalmen singen sollen, aber nicht nur das, sondern auch geistliche Lieder, Loblieder. Also offensichtlich sind das andere Lieder als Psalmen. Es sind neue Lieder. Wir singen auch neue Lieder, die wir selbst als Menschen erdacht haben.
Und Gott gefällt das, ihm ein neues Lied zu singen. Gott sagt, singt dem Herrn ein neues Lied. Wer sind die 144.000 im Himmel? Wer sind die? Nun, erstens, was wir sehen, ist, dass sie schon im Himmel sind, bevor die Entrückung stattgefunden hat. Hat bisher die Entrückung stattgefunden in Offenbarung Kapitel 14 bzw. Offenbarung Kapitel 17? Nein, die Entrückung muss noch stattfinden. Das heißt, die 144.000, sie müssen schon vorher gestorben sein, damit sie jetzt schon im Himmel sind vor der Entrückung. Okay, also sie sind schon im Himmel, ja, sie sind gerettet, sie sind Christen somit. Darauf bin ich auf das Thema eingegangen, Offenbarung Kapitel 7. Das werde ich jetzt nicht wiederholen. Außerdem lesen wir in Offenbarung Kapitel 7, dass die 144.000 aus allen Stämmen der Kinder Israels stammen. Und dann werden eben all die 12 Stämme aufgezählt. Okay, also es sind keine Juden, denn das ist die Theorie, mit der manche daherkommen. Die 144.000 sind Juden. Ach ja, weißt du, was der Begriff Jude biblisch bedeutet? Biblisch gesehen ist ein Jude nämlich nicht ein Angehöriger einer Religionsgemeinschaft. Wenn wir heutzutage das Wort Juden verwenden, wovon reden wir dann? Wir reden nicht von einem Volk. Das ist zwar, was Juden gerne behaupten würden heutzutage, dass sie ein Volk seien, aber das ist natürlich eine Lüge. Sie wurden zerstreut unter alle Heiden, sie haben sich vermischt. Es gibt das Volk Israel nicht mehr. Ja. Juden heutzutage sind ganz einfach Angehörige einer antichristlichen Religionsgemeinschaft. Das ist alles. Es ist einfach nur eine Religion. Genauso wie Christ nicht meine Ethnie ist, sondern meine Religionszugehörigkeit, ist auch Jude keine Ethnie, sondern eine Religionszugehörigkeit. Also wenn man sagt, die 144.000, das werden Juden sein, dann würden wir, und man meint damit die heutige Bedeutung des Begriffs Juden, dann würde man sagen, dass Gott 144.000 Antichristen nutzen wird. Ist eine antichristliche Religion. Was für einen Sinn macht das? Das ist dumm. Aber was bedeutet das Wort Juden biblisch? Schau, wenn wir Wörter wie Juden verwenden, dann hängen an diesen Wörtern oftmals so viele weitere Ideen dran. Da hängt so ein großer Sack an Vorstellungen dran. Und wir müssen diesen Sack hinter uns werfen, abwerfen und einfach nur das Wort nehmen und es im biblischen Kontext betrachten. Juden in der Bibel sind Bewohner des Südreiches Juda, das nicht mehr existiert. Okay, das ist eigentlich, was das bedeutet. Aber hier ist das Problem. Die 144.000 sind aus allen 12 Stämmen der Kinder Israels. Also es sind nicht nur Juden, es sind nicht nur Bewohner des Südreiches Juda. Und ein Jude war man im Alten Testament nicht, oder das Wort wird nicht so verwendet im Sinne von Abstammung von dem Stamme Juda. Das wäre zwar logisch, aber es ist hauptsächlich damit gemeint, jemand, der das Südreich Juda bewohnt hat. Denn zum Südreich Juda gehörte nicht nur der Stamm Juda, sondern auch zum Beispiel der Stamm Benjamin. Und auch Leviten, viele Leviten sind in das Südreich Juda umgesiedelt. Würden wir sagen, die 144.000 sind Juden, dann wären das also nicht alle 12 Stämme der Kinder Israels. Aber es sind alle 12 Stämme der Kinder Israels. Also es sind weder Juden im biblischen Sinne, nur Juden, und das sind vor allem natürlich keine Juden im heutigen Sinne. Lass mich dir die Frage stellen. Gibt es heutzutage 144.000 Juden, die eigentlich Christen sind? Das macht keinen Sinn, dann wären sie Christen und keine Juden. Warum sage ich das? Offenbarung 14, Vers 4, geh runter zu Vers 4. Diese sind es, die 144.000, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich rein. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm und ihren Mund ist kein Betrug gefunden, denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. Also viel Spaß dabei, heutzutage einen Juden zu finden, der eigentlich Christ ist, also kann man sowieso schon ausschließen, denn wenn du Christ bist, dann bist du Christ und kein Jude, so einfach ist das. Viel Spaß dabei, heutzutage einen Juden zu finden, der dem Lamm nachfolgt, wohin es auch geht, einen Juden zu finden, der jungfräulich rein ist dabei, in dessen Mund kein Betrug gefunden worden ist, gibt es natürlich nicht. Worum geht es bei den 144.000? Sie sind schon im Himmel, sie sind schon vorher gestorben, vor der Entrückung. Sie sind jetzt schon gestorben. Sie müssen aus dem Alten Testament stammen. Die 144.000 sind Heilige, sind Christen aus dem Alten Testament. Christen sagen wir jetzt im Rückblick, denn sie sind im Himmel, sie sind gerettet, also sind sie Christen. Sie stammen aus dem Alten Testament, sie müssen aus dem Alten Testament stammen, denn nur
wenn man ganz weit zurückgeht ins Alte Testament, kann man 12.000 aus jedem Stamm finden. Auch schon im Alten Testament wurde nämlich zum Beispiel der Stamm Benjamin drastisch dezimiert. Drastisch dezimiert. Also man muss ziemlich weit zurückgehen, auch im Alten Testament, um wirklich 12.000 mit diesen Anforderungen zu finden, aus jedem Stamm der Kinder Israels. Sie sind im Himmel, sie sind Christen, sie werden zurückkommen auf die Erde. Sie sind jungfräulich rein. Was bedeutet es, jungfräulich rein zu sein? Nun, hier steht, diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich rein. Also jungfräulich rein, andersrum bedeutet, sich mit Frauen nicht befleckt zu haben, noch nie mit einer Frau geschlafen zu haben. Und das scheint dir vielleicht eindeutig zu sein, und es ist doch eindeutig, aber trotzdem muss ich darauf eingehen, denn es gibt Irrlehrer, die jungfräuliche Geburt Jesu Christi angreifen, dass Jesus Christus von der Jungfrau Maria geboren wurde. Nicht einfach von der jungen Frau Maria, sondern von der Jungfrau Maria, sagt die Bibel. Warum wird das angegriffen? Weil es selbsternannte Experten gibt, die glauben, dir die Bibel besser erklären zu müssen anhand des Hebräischen, dass sie selbst gar nicht wirklich sprechen. Oder irgendwelche Juden habe ich auch gesehen. Irgendwelche Idiotenchristen fragen Juden, was sie denn von Jesaja Kapitel 7, Vers 14 heißt. Ich lege gleich ein auf den Vers. Jesaja Kapitel 7, Vers 14, wenn du möchtest, kannst du es aufschlagen. Was Juden davon halten. Denn in der Bibel heißt es natürlich, in der deutschen Bibel wird es natürlich als Jungfrau übersetzt. Denn es heißt in Jesaja Kapitel 7, Vers 14, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Emanuel geben. Warum gehe ich darauf ein, dass Jungfrau wirklich bedeutet, wie es hier in Offenbarung Kapitel 14, Vers 4 biblisch definiert wird, das bedeutet, noch nie mit einer Frau geschlafen zu haben. Warum gehe ich darauf ein? Weil die Lehre der Jungfrauengeburt angegriffen wird heutzutage. Und Leute sagen, irgendwelche Judaisierer sagen, Jesaja Kapitel 7, Vers 14, das ist einfach nur falsch übersetzt. Und wenn man das richtig übersetzen würde, dann würde die Lehre der Jungfrauengeburt völlig zusammenbrechen. Weil das dann bedeuten würde, nämlich, dass Matthäus im Neuen Testament diesen Vers falsch zitiert hat. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die junge Frau müsste es eigentlich heißen. Das Wort Alma im Hebräischen bedeutet einfach nur junge Frau. Die junge Frau wird schwanger werden, einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Emanuel geben. Nun, hier ist das Ding, natürlich, wir sind Christen. Wir glauben sowieso an die Bibel. Wir verstehen das Alte Testament durch das Neue Testament. Und wir wissen, dass Josef seine Frau nicht erkannt hat, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hat. Und er gab ihm den Namen Jesus. Also, bis Jesus geboren war, hat Josef seine Frau nicht erkannt. Sie war Jungfrau. Das, was das Neue Testament eindeutig lehrt. Aber auch das Alte Testament lehrt eindeutig, dass Maria natürlich eine Jungfrau war. Das ist ein prophetischer Vers. Nun gehen wir davon aus, dass das hebräische Wort Alma junge Frau bedeutet. Gehen wir davon aus, dass es einfach nur junge Frau bedeutet. Und lass uns jetzt prüfen, ob diese Theorie auch nur ansatzweise Sinn macht. Achte auf diesen Vers. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Was ist ein Zeichen? Wenn ein Prophet ein Zeichen gegeben hat, wo zieht ihn das? Dass alle hingeschaut haben, dass man aufmerksam wurde. Ist ein Zeichen. Wow, das ist ein Zeichen. Wir sollten uns in Acht nehmen. Oder wir sollten auf den Propheten hören. Ein Zeichen, das muss natürlich etwas Besonderes sein. Wow, das ist ein Zeichen vom Himmel. Das ist übernatürlich, das ist nichts Normales. Ein Zeichen. Nicht wahr? Das, was die Pharisäer unbedingt sehen wollten. Sie haben ein Zeichen begehrt, aber ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, also wird ihm kein Zeichen gegeben werden und so weiter. Also das, was hier stattfindet, was schon stattgefunden hat im Alten Testament, aber was dann wirklich genau genommen erst stattgefunden hat mit der Jungfrauengeburt Jesu Christi, das war ein Zeichen. Also wenn wir jetzt sagen, das hebräische Wort Alma bedeutet einfach nur junge Frau, siehe, die junge Frau wird schwanger werden. Lass mich dir die Frage stellen. Was ist daran ein Zeichen, wenn eine junge Frau schwanger wird? Wo ist das Zeichen? Wow, eine junge Frau wird schwanger. Okay. Das ist kein Zeichen. Das ist nichts Besonderes. Also was ich dir sagen will, ist, Jesaja Kapitel 7, Vers 14, dieser Vers, der angegriffen wird von Judaisierern und Irrlehrern, die Jungfrauengeburt Jesu Christi angreifen wollen und mit dem Hebräischen daherkommen, ganz super schlau sein wollen. Sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Sie wissen nicht, wie bescheuert das ist. Denn wo ist das Zeichen, wenn es einfach nur eine junge Frau ist? Was ist das Zeichen, dass es eine Jungfrau ist? Eine Frau, die keinen Mann erkannt hat.
und sie gebiert ein Kind. Das ist das Zeichen. Nur so macht dieser Vers Sinn. Aber irgendwelche Hebräisch-Experten und irgendwelche Juden, die wissen, was die Wahrheit ist, aber natürlich absichtlich die Wahrheit ablehnen. Sie machen sich selbst zum Affen. Ich meine, all diese Hebräisch-Experten sogenannten, sie sind sowas von weltfremd. Sie haben sowas von den Bezug zur Realität verloren. Jeder normale Mensch, der das liest und sein Hirn anstrengt, wird feststellen, okay, es muss sich hier um etwas Besonderes handeln, denn es ist ein Zeichen. Was ist daran besonders, wenn es einfach nur eine junge Frau ist? Meine Frau ist auch jung und hoffentlich bekommen wir bald ein Kind. Das ist nichts Besonderes. Was ist das Zeichen? Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden. Aber wir sehen hier eben in Offenbarung Kapitel 14 eine biblische Definition von dem Wort jungfräulich, Jungfrau. Das bedeutet, sich mit Frauen nicht perfekt zu haben. Eindeutig. Deshalb gehe ich darauf ein. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, heutzutage Juden zu finden, die erstens ihre Abstammung nachweisen können. Die sagen können, ich bin aus dem Stamm Benjamin, ich bin aus Levi, ich bin aus Juda. Die zweitens jungfräulich rein sind. Die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Die unsträflich sind vor dem Thron Gottes. Gibt es nicht. Also die 144.000, sie sind aus dem Alten Testament, sie sind jetzt schon im Himmel schon lange und sie werden zurückkommen auf die Erde. Was ist ihre Aufgabe? Die 144.000, warum werden sie erwähnt? Was machen sie? Was ist ihre Aufgabe? Wir haben das in Offenbarung Kapitel 7 noch nicht so wirklich erfahren. Wir erfahren jetzt mehr dazu in Offenbarung Kapitel 14. Geh erstmal zurück zu Offenbarung Kapitel 9. Offenbarung Kapitel 9. Wozu dient das Siegel? Wir haben gelesen, dass sie versiegelt werden. Die 144.000, genauso wie der Antichrist, das dann imitieren wird und jedem auf seine Stirn oder auf seine rechte Hand ein Malzeichen geben wird. Offenbarung Kapitel 9, Vers 4. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollten, auch nicht irgendetwas Grünem, noch irgendeinem Baum, sondern nur den Menschen, achte darauf, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn haben. Das ist Offenbarung Kapitel 9, Vers 4. Also, diese Heuschrecken, sie sollten dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen, sie sollten nur den Menschen Schaden zufügen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn haben. Was impliziert das? Dass die 144.000, die das Siegel Gottes an ihrer Stirn haben, dass sie während des Zornes Gottes auf der Erde sein werden. Das heißt, alle Christen werden entrückt sein, aber es wird trotzdem Christen auf der Erde geben, nämlich Christen, die vorher schon im Himmel waren und wieder zurückkommen, die 144.000. Sie haben das Siegel Gottes an ihrer Stirn, sie trugen den Namen seines Vaters in ihren Stirn geschrieben, Offenbarung 14, Vers 1. Ihnen wird kein Schaden zugefügt. Warum? Weil sie offensichtlich irgendeinen Dienst verrichten während des Zornes Gottes. Was ist der Dienst, den sie verrichten? Offenbarung 14, geh wieder zurück zu Offenbarung 14. In Vers 6, da heißt es, und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Nun hier ist die Frage, wer soll das Evangelium verkündigen? Man könnte denken, okay, der Engel verkündigt vielleicht das Evangelium. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen. Wer soll das Evangelium verkündigen? Lass mich dir das sagen. Engel verkündigen nicht das Evangelium. Zeige mir ein Beispiel dafür in der Bibel, wo ein Engel das Evangelium verkündigt. Und du sagst ja hier Offenbarung 14. Aber hier heißt es nicht, dass er das Evangelium verkündigt hat, sondern er hatte einfach nur ein ewiges Evangelium zu verkündigen. Jemand anderes wird es verkündigen. Nun, du kannst dir schon die Antwort denken, es werden die 144.000 sein. Denn es gibt keinen Engel, der das Evangelium verkündigt. Engel in der Bibel verkündigen nicht das Evangelium. Lass mich dir das beweisen mit einer Geschichte aus der Apostelgeschichte. Und zwar, du kannst Apostelgeschichte Kapitel 10 aufschlagen. Apostelgeschichte Kapitel 10. Da geht es um Cornelius, den Hauptmann der Schar, die italische genannt wurde. Cornelius hat gebetet, er hat gefastet, ein Engel erscheint ihm und der Engel hat ihm das Evangelium verkündigt. Ist das, was der Engel gemacht hat? Nein. Sondern der Engel hat dann Cornelius befohlen, dass er Männer nach Joppe senden sollte, um nämlich Petrus holen zu lassen. Dann heißt es nämlich in Apostelgeschichte 10, Vers 22, sie aber sprachen die Männer, die von Cornelius nach Joppe gesandt wurden. Cornelius, der Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, der ein gutes Zeugnis hat bei dem ganzen Volk der Juden, hat von einem heiligen Engel die Weisung erhalten, dich in sein Haus holen zu lassen, um Worte
von dir zu hören. Also Cornelius hat von dem Engel die Weisung erhalten, dass er nach Joppe senden sollte, um Petrus zu holen, damit er Worte von dem Engel, nein, sondern von Petrus hört, damit Petrus ihm das Evangelium verkündigt. Wenn selbst Jesus, als er Saulus erschien, nicht im Fleisch, sondern in dieser Vision, wenn selbst Jesus, als er Saulus, der dann Paulus wurde, erschien, wenn selbst Jesus Saulus nicht das Evangelium verkündigt hat, wie viel weniger dann Engel? Und was sehen wir hier? Der Engel hat Cornelius nicht das Evangelium verkündigt, sondern hat Cornelius gesagt, sende Männer nach Joppe, lass Petrus rufen. Und Petrus hat sich bestimmt nicht gedacht, Herr, was soll das? Du hättest doch dem Engel sagen können, dass er Cornelius das Evangelium verkündigt. Jetzt muss ich eine Tagesreise hier laufen zu diesem Cornelius. Warum hätte der Engel das nicht gemacht? Petrus hat verstanden, dass Engel das Evangelium nicht verkündigen. Schau, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also würde Gott wollen, dass Engel das Evangelium verkündigen, dann würde Gott definitiv Engel das Evangelium verkündigen lassen. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nun, der Fakt, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass Gott aber gleichzeitig nicht Engel das Evangelium verkündigen lässt, zeigt, dass Engel nicht das Evangelium verkündigen, und zwar niemals. Ansonsten würde Gott das schon längst gemacht haben, weil er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Stattdessen sagt der Engel zu Cornelius, geh hin und lass Petrus rufen und der wird dir Worte verkündigen. Selbst Jesus, als er Saulus erschien, hat ihm nicht das Evangelium verkündigt. Nur als Jesus im Fleisch auf der Erde war, hat er selbst das Evangelium verkündigt. Denn Saulus, was sollte er tun? Er sollte zu Ananias gehen. Und was hat Ananias zu Saulus gesagt? Lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt waren seine Sünden noch nicht abgewaschen. Er wurde durch Ananias gerettet, durch seine Verkündigung. Ananias hat ihn ermahnt, rufe den Namen des Herrn an, lass deine Sünden abwaschen. Und Saulus wurde getauft. Also, Engel verkündigen nicht das Evangelium. Diese Geschichte macht das sehr eindeutig. Warum dieser Aufwand, Petrus holen zu lassen? Nun, Gott will offensichtlich nicht, dass Engel das Evangelium verkündigen. Ja, aber warum? Ist mir egal, das ist, was die Bibel sagt. Römer Kapitel 10, Vers 14, das heißt, du musst es nicht aufschlagen. Römer Kapitel 10, Vers 14, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Menschen brauchen einen Verkündiger, einen Prediger. Menschen werden ausschließlich gerettet durch die Verkündigung des Evangeliums. Es braucht einen Prediger, es braucht einen Petrus, der sich extra auf den Weg macht und zu Cornelius geht, ihm das Evangelium verkündigt. Der Engel macht das nicht für ihn. Der Engel macht es auch nicht in Offenbarung Kapitel 14. Engel verkündigen eindeutig niemals das Evangelium in der Bibel. Existiert ganz einfach nicht. Und macht auch keinen logischen Sinn. Ansonsten hätte Gott das schon längst gemacht und wir hatten viele Beispiele dafür, weil es nämlich viele Engel gibt und viele Menschen, von denen Gott will, dass sie gerettet werden. Offenbarung Kapitel 14, Vers 6, mit diesen Gedanken geht zurück zu Offenbarung Kapitel 14, Vers 6 und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Also nicht nur jeder Nation, sondern auch jedem Volksstamm. Aber auch jeder Sprache und jedem Volk. Das Evangelium ist natürlich für alle Menschen da. Und was wir sehen ist, dass es offensichtlich dasselbe Evangelium ist für alle Menschen. Okay? Es gibt nicht mehrere Evangelien und auf diese Irrlehre gehe ich dann gleich noch ein. Das ist jetzt ziemlich relevant, wenn es um diese Verse geht, weil diese Verse nämlich verdreht werden. Die Entrückung, die wird jetzt bald stattfinden, nicht wahr? Wir sehen hier erstmal, der Engel, der hat das Evangelium zu verkündigen. Die Entrückung kommt gleich, hat noch nicht stattgefunden. Ja, wir haben noch nichts davon gelesen, Offenbarung Kapitel 14. Dann werden keine Christen mehr auf der Erde sein, wenn die Entrückung geschehen ist. Wer wird aber auf der Erde sein, wenn die Entrückung geschehen ist? Es werden die 144.000 sein, die auf der Erde sein werden. Es werden die zwei Zeugen sein, die auf der Erde sein werden. Also, wer wird das Evangelium verkündigen, wenn alle Christen weg sind, entrückt sind und die 144.000 aber zurückkommen auf die Erde? Die zwei Zeugen kommen auf die Erde. Wer wird dann wohl das Evangelium verkündigen?
Was für einen Dienst, das war meine ursprüngliche Frage, was für einen Dienst haben die 144.000? Was ist ihre Aufgabe? Wir haben geklärt, wer die 144.000 sind. Was ist ihre Aufgabe, das Evangelium zu verkündigen? Das Wort Engel, wir haben hier von dem Engel gelesen, Offenbarung Kapitel 14, das Wort Engel bedeutet an und für sich einfach Botschafter. Okay. Engel bedeutet Botschafter, das ist jemand, der entweder eine gute Botschaft oder auch eine schlechte Botschaft überbringt oder jemand anderem einen Befehl erteilt im Namen Gottes. Wie wir das in Apostelgeschichte 10 gesehen haben, der Engel hat Cornelius die Weisung gegeben, den Befehl gegeben, im Namen des Herrn natürlich, Petrus rufen zu lassen aus Joppe. Also, es macht Sinn, dass der Engel nicht das Evangelium verkündigt, das haben wir schon geklärt, sondern dass der Engel vielmehr das Evangelium hat, um den Befehl zu geben, das Evangelium zu verkündigen. Er gibt den Befehl an die 144.000, denn ein Engel ist ein Botschafter, jemand, der einen Befehl überbringt oder eine Nachricht überbringt. Und der Engel gibt von der Logik her den 144.000 den Auftrag, verkündigt das Evangelium. Das steht hier nicht schwarz auf weiß, aber das ist das Einzige, was Sinn macht. Weil das sind nämlich die einzigen Christen auf der Erde sein werden, die 144.000 und die zwei Zeugen. Sonst werden alle entrückt sein. Offenbarung Kapitel 14, Vers 7, lass uns weitergehen zu Vers 7. Da heißt es, der sprach, also der Engel sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Also der Engel verkündigt zwar nicht das Evangelium, sondern er ist ein Botschafter. Er gibt den Auftrag, den 144.000 das Evangelium zu verkündigen. Der Engel selbst verkündigt nicht das Evangelium, aber er hat trotzdem eine andere Botschaft, die er selbst überbringt allen Menschen. Und zwar lautet diese Botschaft wie? Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, betet den an, der den Himmel und die Erde und so weiter. Das ist eine Botschaft an die Menschen, die dann in kurzer Zeit den Zorn Gottes erleben werden. Er verkündigt nicht das Evangelium, aber er hat trotzdem auch eine Botschaft. Und die Botschaft ist, hey, wenn der Zorn Gottes beginnt, fürchtet den Herrn. Fürchtet den. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Also wir sehen ja auch wieder, am selben Tag, kurze Zeit später sehen wir die Entrückung. Was beginnt am selben Tag? Der Zorn Gottes. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Irrlehrer sagen jetzt, Offenbarung 14, Vers 7, das ist das Evangelium, das der Engel verkündigt. Nun, wir haben schon geklärt, dass Engel nicht das Evangelium verkündigen. Zeige mir irgendein eindeutiges Beispiel dafür. Das ist kein Beispiel. Denn offensichtlich ist es natürlich nicht das Evangelium, wenn der Engel sagt, der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Das ist natürlich nicht das Evangelium. Das ist einfach, was der Engel sagt. Und er hat ein Evangelium zu verkündigen. Wer verkündigt es? Die 144.000. Irrlehrer sagen, Vers 7, das ist das Evangelium, das der Engel verkündigt. Und wie lautet das Evangelium in der Endzeit? Das Evangelium lautet, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Nun, dann müssen wir natürlich sagen, ja, oh, warte mal, das ist ein anderes Evangelium. Das wäre dann ja ein falsches Evangelium. Und hier ist es, was sie sagen. Sie sagen, genau, es gibt ein anderes Evangelium. Während der Trübsal, natürlich, diese Irrlehrer. Und von wem spreche ich? Ich spreche von Hyperdispensationalisten oder auch Ruckmanites. Und du hast vielleicht nie von diesem Namen gehört bisher. Peter Ruckman, ja, der kommt aus den USA, betrifft mich das wirklich in Deutschland? Ja, denn lass mich dir was verraten. Die Anhänger dieser Bewegung, der Bibelbaptistenbewegung, die von Peter Ruckman stammt, die gibt es auch in Deutschland. Die erste Baptistengemeinde, in die ich gegangen bin, unwissenderweise damals, war eine Ruckmanite-Gemeinde von einem Pastor, der buchstäblich straight out of Pensacola, Florida war. Von der Bible Baptist Church von Peter Ruckman, einem Irrlehrer, der Hyperdispensationalismus lehrt. Der lehrt, dass Menschen im Alten Testament gerettet wurden durch Werke und auch während der Trübsal. Und sie verstehen natürlich nicht diese Begriffe. Trübsal, Zorn Gottes, sie trennen das nicht. Okay, das ist falsch, was sie sagen. Und die sagen, dass dann Menschen auch während der Trübsal wieder durch Werke gerettet werden. Nun, das ist ein falsches Evangelium und der sei verflucht, wer so ein falsches Evangelium lehrt. Und wie gesagt, diese Bewegung, Bible Baptist, Bibelbaptistengemeinden, gibt es auch in Deutschland.
Nun, es gibt auch andere Gemeinden, die sich vielleicht so nennen, die nicht unbedingt zu dieser Bewegung gehören, da muss man aufpassen. Aber es gibt diese Bewegung in Deutschland, Hyperdispensationalisten, die lehren, dass es verschiedene Evangelien gibt und dass der Engel hier in Offenbarung Kapitel 14 ein anderes Evangelium verkündigt. Ein anderes Evangelium für die Trübsal. Das ist Irrlehre, denn die Bibel sagt in Galater Kapitel 1, Vers 8, und übrigens niemand, der so etwas glaubt, dass es verschiedene Evangelien gibt oder gab oder geben wird, niemand, der sowas glaubt, ist gerettet. Denn wenn du glaubst, dass es jemals eine Chance, auch nur annähernd gab, für Menschen gerecht gefertigt zu werden vor Gott durch Werke, dann verstehst du nicht. Und dann verstehst du das Evangelium nicht. Denn das Evangelium fußt natürlich darauf, auf dem Verständnis, ich kann nicht vor Gott gerecht sein. Wer so etwas glaubt, dass es verschiedene Evangelien gab, dass man gerettet wurde durch Werke oder in der Zukunft wieder gerettet wird durch Werke, versteht nicht, dass es für einen Menschen niemals möglich ist, gerecht sein, zu sein vor Gott. Du sagst dann im Grunde genommen, ja, ich kann perfekt sein. Das ist im Grunde genommen, was du sagst. Aber rate mal was, schon im Alten Testament lehrt die Bibel im Buch des Predigers, dass unter den Menschen kein Gerechter ist auf Erden, der Gutes tue und nicht sündige. Und dass alle unsere Gerechtigkeiten wie ein beflecktes Kleid sind. Oh, schau Jesus, meine befleckten Kleider, sind die nicht schön? Leute, die lehren, dass es verschiedene Evangelien gibt, sie sind nicht gerettet. Das ist Irrlehre. Das ist Werksgerechtigkeit. Ja, aber sie lehren doch, dass wir jetzt, heutzutage, allein aus Gnade durch den Glauben gerettet werden. Nein, sie verstehen nicht den Fakt, dass wir vor Gott niemals gerecht dastehen können durch unsere eigenen Werke. Denn sie lehren, dass Menschen offensichtlich gerecht dastehen konnten und gerecht dastehen werden können durch ihre eigenen Werke. Also sie verstehen nicht, dass wir alle Sünder sind und dass wir immer aufgrund dessen, wie auch das Alte Testament lehrt, nur aus Gnade durch den Glauben gerettet werden konnten und gerettet werden können. Es gibt nur ein Evangelium für alle Zeiten, das ist die Bibel eindeutig. Galater Kapitel 1, Vers 8 sagt, aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes, achte darauf, oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Auch ein Engel sei verflucht, der ein falsches Evangelium verkündigt. Nun, das wäre dann wahrscheinlich irgendein Dämon. Denn die Engel, guten Engel, die wir in der Bibel sehen, sie verkündigen niemals das Evangelium. Engel machen das nicht. Der Engel in Offenbarung Kapitel 14 verkündigt nicht das Evangelium. Er gibt den Auftrag an die 144.000, das Evangelium zu verkündigen. Ein Engel ist ein Botschafter. Das, was er sagt, ist einfach eine zusätzliche Botschaft. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Natürlich werden wir nicht dadurch gerettet. Das ist nicht das Evangelium, logischerweise. Aber Irrlehrer sagen, das ist das Evangelium für die Endzeit. Das ist eine kranke Lehre. Und wenn du in einer Gemeinde bist, wo gelehrt wird, dass es verschiedene Evangelien gibt, dann verlasse diese Gemeinde sofort. Okay, das ist verderbliche Irrlehre. Das ist ein falsches Evangelium. Diese Leute haben nicht verstanden, dass sie niemals gerecht dastehen können vor Gott durch ihre eigenen Werke. Und sie seien verflucht. Denn das ist ein falsches Evangelium, das ist ein anderes Evangelium. Es gibt nur ein Evangelium. Es gibt nur ein Evangelium für alle Zeiten. Errettung war schon immer aus Gnade durch den Glauben. Diese Irrlehrer, diese Idioten lehren wirklich, dass Jesus ein anderes Evangelium verkündigt hat als Paulus. Nun, das ist lustig, denn ich dachte, Jesus sagt, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Wer an mich glaubt, hat ewiges Leben, sagt Jesus. Wie ist das ein anderes Evangelium als das, was Paulus verkündigt hat? Diese Leute sagen im Grunde genommen, dass Paulus, je nachdem in welcher Zeit man ist, verflucht sei, oder sogar, dass Jesus, je nachdem in welcher Zeit man ist, verflucht sei. Was für Irrlehrer, was für gottlose, kranke Menschen, was für Gott ist das daran? Was für eine Lästerung. Es gibt nur ein Evangelium. Diese Irrlehrer, Hyperdispensationalisten, Ruckmanites, sie lehren, dass es auch zu Paulus Zeiten verschiedene Evangelien gab. Das heißt, auch zu Paulus Zeiten, wenn es da verschiedene Evangelien gab, dann waren also entweder Paulus
verflucht oder die anderen Jünger waren verflucht, die ein anderes Evangelium verkündigt haben. Was für einen Sinn macht das? Das ist eine kranke, bescheuerte Lehre. Es gibt nur ein Evangelium, ein ewiges Evangelium. Ewiges Evangelium, was bedeutet das? Es bedeutet nicht nur ohne Ende, sondern es bedeutet auch ohne Anfang. Denn schon im Alten Testament heißt es, denn unter den Menschen ist kein Gerechter auf Erden, der Gutes tue und nicht sündige. Ein ewiges Evangelium, anders ausgedrückt, eine ewige gute Botschaft, eine ewige gute Nachricht. Schau, Evangelium bedeutet gute Botschaft. Die Bibel spricht im Buch der Sprüche davon, ich kann diesen Vers nicht exakt zitieren, aber da heißt es ungefähr, wie gute Botschaft aus einem fernen Land, so ist frisches Wasser für eine dürstende Seele. Oder andersherum, wie kühles Wasser für eine dürstende Seele, so ist eine gute Botschaft aus fernem Land. So rum. Das ist erfrischend, das ist belebend. Ach, endlich frisches Wasser. Ach, endlich Errettung durch Jesus Christus, allein aus Gnade durch den Glauben. Jesus ist für meine Sünden gestorben. Was für eine gute Botschaft. Was für eine gute Botschaft wäre das, zu sagen, du musst gute Werke tun. Du musst gute Werke tun. Und natürlich wird man durch das Blut Jesu gerettet. Aber im Alten Testament kam man unter das Blut Jesu, indem man gute Werke tat. Das ist krank, das ist Balla-Balla. Das ist Irrlehre. Und das ist Blasphemie, zu sagen, dass jemals jemand gerecht sein kann vor Gott durch eigene gute Taten. Es ist niemand gut als Gott allein, sagt die Bibel. Oh, aber du konntest gerechtfertigt werden durch gute Werke. Was für eine gute Botschaft ist das? Was für eine gute Botschaft ist das? Du musst dich halt nur richtig doll anstrengen und bloß nicht sündigen, dann bist du gerettet. Das ist keine gute Botschaft. Allein schon der Fakt, dass die Bibel von Evangelium spricht, zeigt, ja, dass es gibt natürlich keine anderen Evangelien. Es gibt nur ein Evangelium, es gibt nur einen Weg in den Himmel und das ist durch Jesus Christus. Wie gehörst du zu Jesus Christus? Wie bekommst du sein Blut? Wie wirst du gewaschen durch Jesu Blut, indem du glaubst an den Namen des Sohnes, an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes? Indem du glaubst, indem du vertraust auf Jesus Christus. Jesus ist für meine Sünden gestorben. Ich vertraue dir, Herr Jesus. Du hast meine Sünden getragen. Ich vertraue dir, dass du mich in den Himmel aufnimmst. Einfach nur aufgrund dessen, weil du gelitten hast für meine Sünden und ich muss nicht mehr leiden für meine Sünden. Ich werde nicht in die Hölle kommen. Das ist eine gute Botschaft. Wer ein anderes Evangelium verkündigt, der sei verflucht. Der Engel hier in Offenbarung Kapitel 14, der hat ein ewiges Evangelium zu verkündigen. Eine ewige gute Botschaft. Und was ist eine ewige gute Botschaft? Das Evangelium, das ist eine ewige gute Botschaft. Ohne Anfang, ohne Ende, Errettung war schon immer, aus Gnade durch den Glauben an den Herrn. Offenbarung Kapitel 14, Vers 8, da heißt es, und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach, gefallen. Gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Zu Babylon kommen wir dann noch später in Offenbarung 17, Offenbarung 18. Ist einfach eine Vorausankündigung. Denn achte darauf, was haben wir bisher gelesen in Offenbarung Kapitel 14? Oder gehen wir noch mal ein bisschen zurück zu Offenbarung Kapitel 13. Antichrist kommt an die Macht, die große Trübsal. Offenbarung Kapitel 14. Die 144.000, genauso wie in Offenbarung Kapitel 7. Was erwarten wir jetzt immer noch? Die Entrückung, die am selben Tag stattfindet. Und am selben Tag beginnt der Zorn Gottes. Aber der Zorn Gottes, der wird hier jetzt schon im Voraus angekündigt. Deswegen sagt der Engel eben, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Oder gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Vers 9, Offenbarung 14, Vers 9. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Vor Jesus Christus werden Menschen in der Hölle gepeinigt. So viel zum Thema Hölle sei Trennung von Gott. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist?
Und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mir in die Hölle, siehe, so bist du auch da. Sie werden mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. So viel zum Thema Trennung von Gott. Das Schlimmste an der Hölle ist die Trennung von Gott. Was für eine dumme Aussage. Und sowas steht im katholischen Katechismus übrigens. Dass das Schlimmste an der Hölle die ewige Trennung von Gott ist. Dass du nie seine Liebe erleben kannst. Ich meine, es gibt all diese eindeutigen Aussagen, wo es um Feuer, um Schwefel geht, um Qual, um Pein. Das Schlimmste ist die Trennung von Gott, dass du seine Liebe nicht erlebst. Das sind einfach Leute, die auf ihr Wunschdenken vertrauen. Und wenn du auf dein Wunschdenken vertraust, dann wirst du zur Hölle fahren. Du musst an die Wahrheit glauben. Und die Wahrheit ist, dass Menschen in der Hölle gepeinigt werden mit Feuer und Schwefel und dass der Rauch ihrer Qual aufsteigt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vers 11, und der Rauch ihrer Qual steigt auch von Ewigkeit zu Ewigkeit und die es uns ein Bild anbeten haben, keine Ruhe, Tag und Nacht und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Was für eine Vorstellung, lass das auf deiner Zunge zergehen. Denke darüber nach, was hier steht. Ich verstehe, dass es kein schöner Gedanke ist, dass wir uns oftmals nicht Gedanken machen wollen über die Hölle. Aber vielleicht bewegt dich das dazu, mehr Seelengewinn zu gehen. Mehr Menschen zu erretten vor der Hölle. Kein Mensch muss zur Hölle fahren, außer er ist schon verworfen, dann gibt es nämlich keine Hoffnung mehr für ihn. Der typische Mensch da draußen, der kann auch gerettet werden. Der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Schau, es ist der Rauch ihrer Qual. Es ist nicht einfach nur der Rauch des Feuers, wie Irrlehrer behaupten würden, wie Sekten behaupten würden, wie Adventisten, die lehren, dass das Feuer ist ewig, aber man verbrennt einfach in der Hölle. Menschen, die in der Hölle sind, sie verbrennen einfach und dann sind sie weg. Ist das, was die Bibel hier lehrt? Es ist nicht der Rauch des Feuers, sondern hier steht, der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also wie lange dauert ihre Qual? Ihre Qual dauert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie werden keine Ruhe haben, Tag und Nacht. Wer ist das? Wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Also was ist, wenn jemand das Mahlzeichen des Tieres annimmt? Die Bibel sagt in Vers 9, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glühwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zornes und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden von den heiligen Engeln vor dem Lamm. Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn annimmt, dann ist er zur Hölle verdammt. Du könntest sagen, ja gut, aber jemand, der ungläubig ist, ist doch auch schon zur Hölle verdammt. Ich meine, hier ist das Ding. Du bist erst endgültig zur Hölle verdammt. Der Entschluss, dass du zur Hölle fährst, der steht erst endgültig fest, wenn du stirbst. Oder wenn du schon zu Lebzeiten verworfen bist. Okay. Also, ein Ungläubiger hat natürlich den Zorn Gottes auf sich und so weiter. Aber wann steht erst wirklich fest, dass er ja definitiv zur Hölle fährt, wenn er stirbt oder wenn er schon zu Lebzeiten verworfen wird, dadurch, dass er den Herrn ablehnt, den Herrn hasst, Gott nicht in Gedanken haben will, wie es Römer Kapitel 1 beschreibt. Also der durchschnittliche Ungläubige da draußen ist noch nicht endgültig zur Hölle verdammt. Der kann auch gerettet werden. Aber was ist mit jemandem, der das Mahlzeichen des Tieres annimmt? Wer das Tier und sein Bild anbetet. Was mit so jemandem? Der wird von dem Glühwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist im Kelch seines Zornes. Das steht fest. Okay, also, wenn du das Mahlzeichen des Tieres annimmst, wenn du das Tier und sein Bild anbetest, dann bist du an dem Punkt zur Hölle endgültig verdammt. Dann gibt es kein Zurück mehr. Ein weiterer Beweis dafür, der meiner Meinung nach noch eindeutiger ist, ist der Fakt, dass die Bibel davon spricht, dass alle das Tier anbeten werden, die auf der Erde wohnen. Aber es ist nicht einfach alle allgemein, sondern dann heißt es, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Also alle werden das anbeten, aber es sind alle, die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Nun, die Bibel spricht nie davon, dass ein Name in das Buch des Lebens eingeschrieben wird, dass es ein Name hinzugefügt wird. Die Bibel spricht nur davon, das ist einfach nur eine Wiederholung, darauf bin ich schon ein bisschen eingegangen, ich will nicht zu lange darauf eingehen. Die Bibel spricht nur davon, dass ein Name getilgt wird, dass ein Name gestrichen wird, dass ein Name ausgelöscht wird aus dem Buch des Lebens. Also wenn
Also, was können wir daraus lernen? Wenn die Bibel nur davon spricht, dass ein Name ausgetilgt wird aus dem Buch des Lebens, dass jeder Name jedes Menschen schon an und für sich vorher drinsteht, aber dann kann es passieren, dass jemand gestrichen wird. Und wenn du gestrichen wirst aus dem Buch des Lebens, dann bist du verworfen. Denn die Bibel spricht nirgendwo davon, dass jemand hinzugefügt wird. Das nur als kurze Wiederholung. Also, es werden nur Leute, die entweder schon verworfen sind, das Tier anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Oder, was auch vorstellbar ist, jemand betet den Antichristen an. Jemand, der nicht gerettet ist, der einfach ein normaler Ungläubiger ist, er betet den Antichristen an und er wird dadurch verworfen. Und den Antichristen anzubeten, das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen, das geht immer Hand in Hand. Und wer das tut, der wird auch von dem Glühwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zornes. Dann bist du verworfen an der Stelle, dann bist du verdammt und hast keine Chance mehr, gerettet zu werden. Nun, uns wird das nicht betreffen. Wir werden das zwar noch miterleben, das Mahlzeichen des Tieres, aber wir werden es nicht annehmen, denn kein Christ wird auf den Antichristen hereinfallen, kein Christ wird den Antichristen anbeten. Das wird ganz einfach nicht geschehen. Aber darauf will ich nicht zu viel eingehen, das habe ich schon besprochen in Offenbarung Kapitel 13. Offenbarung Kapitel 14, Vers 12. Offenbarung Kapitel 14, Vers 12. Wir haben gesehen, die Hölle ist ewig, ist der Rauch ihrer Qual. Sie werden gepeinigt vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm im Angesicht Jesu Christi. Sie werden Qual erfahren vor dem Angesicht des Herrn. Dann heißt es weiter in Offenbarung Kapitel 14, Vers 12. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Du stellst dir jetzt vielleicht die Frage, wie passt dieser Vers hier überhaupt rein? Aber spring kurz runter zu Vers 14, Offenbarung 14, Vers 14. Da heißt es, und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen. Er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Also erst in Vers 14 kommt Jesus wieder und wird uns entrücken. Das heißt, bis zu Vers 14 gibt es immer noch alle Christen auf der Erde, die nicht gestorben sind. Bis zu Vers 14 sind immer noch Christen auf der Erde. Und wir werden den ersten kleinen Teil der Regierung des Antichristen miterleben, 75 Tage lang. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Wenn es hier darum geht, den Glauben an Jesus zu bewahren, was ist damit im Kontext gemeint, wenn wir von Ausharren lesen, wenn wir davon lesen, die Gebote Gottes zu bewahren? Was ist damit Glauben an Jesus gemeint in diesem Kontext des Verses und im Kontext der Ereignisse allgemein? Glaube an Jesus ist nicht automatisch Glaube zur Errettung. Oftmals ist es das, in den meisten Fällen, aber es gibt andere Stellen, wo Glaube oder auch Errettung ganz einfach mit etwas Physischem zu tun hat. Ja. Glaube bedeutet Vertrauen in der Bibel. Worum es hier geht im Kontext ist, ein starkes Vertrauen auf den Herrn zu haben, dass er uns durch die große Trübsal bewahren wird. Und Gott wird nicht jeden Christen bewahren, denn Gottes Plan ist es vielleicht für manche Christen, enthauptet zu werden. Gottes Plan ist es für manche Christen, als Märtyrer zu sterben. Und das ist auch gut. Aber worum geht es im Kontext? Hier sind die, welche die Gebote Gottes und Glauben in Jesus bewahren. In der großen Trübsal ein starkes Vertrauen auf den Herrn bewahren. Ich gehe immer noch zur Kirche, soweit es dann überhaupt möglich sein wird. Ich gehe Seelen gewinnen, Herr. Ich vertraue auf dich. Du kannst mich bewahren, wenn du willst. Und ich mache weiter. Anstatt ganz einfach aufzugeben. Ausharren. Dieses Wort war hier erinnert an Daniel Kapitel 12, Vers 12. Ich lese das nur schnell vor. Daniel Kapitel 12, Vers 12, da heißt es, wohl dem, der ausharrt und 1335 Tage erreicht. Warum 1335 Tage? Nun, wir sprechen hier von Daniels 70. Woche, von 7 Jahren. Und diese 7 Jahre werden geteilt durch den Gräuel der Verwüstung, wenn der Antichrist an die Macht kommt, nach 1260 Tagen, nach 3,5 Jahren. Und dann kommt nach dem Gräuel der Verwüstung die große Trübsal, 75 Tage. 1260 Tage, 3,5 Jahre plus 75 Tage große Trübsal sind 1335 Tage. Und wer diese 1335 Tage erreicht, der wird was erleben? Die Entrückung, dass Jesus wiederkommt. Sogleich aber nach der Trübsal jener Tage
wird die Sonne sich verfinstern, der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel und so weiter. Also wohl dem, der ausharrt und 1335 Tage erreicht. Worum geht es? Ausharren, ja, nicht sterben, bis Jesus wiederkommt. Also, wenn es hier heißt, hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen, hier sind die, welche die Gebote Gottes im Glauben an Jesus bewahren, die Leute, die es schaffen, die 1335 Tage erreichen, das sind nicht einfach Christen allgemein, sondern es werden wahrscheinlich eher Christen sein, die es bis dahin erreichen werden, die bis dahin überleben werden, die die Gebote Gottes auch bewahren, die dem Herrn nachfolgen, nicht einfach nur gerettet sind und die nicht einfach angesichts von Verfolgung, angesichts von großer Trübsal einfach ihr Vertrauen verlieren, dass Gott sie da durchbringen kann. Schau, Errettung ist einfach, Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, aber es gibt trotzdem viele Christen, die einfach nicht ein ausreichend starkes Vertrauen auf den Herrn haben, dass sie angesichts von Trübsal durchhalten werden. Die Christen, die die Trübsal durchstehen werden, die es schaffen werden, bis Jesus wiederkommt, sind wahrscheinlich eher die Christen, die dem Herrn nachfolgen. Warum? Weil Gott Leute braucht, die für ihn einstehen, die das Evangelium noch verkündigen zu dieser Zeit. Denn achte darauf, noch ist die Entrückung nicht geschehen. Wenn die Entrückung geschieht, ja, dann sind wir weg. Dann werden es die 144.000 sein, die das Evangelium verkündigen. Die Bibel spricht auch im Propheten Daniel davon, dass in den letzten Tagen die Leute, ich fasse das nur kurz zusammen, diesen Vers, die Leute, die ihren Gott kennen, stark sein werden und sie werden große Taten tun. Sie werden Heldentaten vollbringen. Das wird nicht möglich sein, wenn Gott einfach alle Christen umkommen lässt. Welche Christen wird er wohl bewahren, wenn in den letzten Tagen Heldentaten vollbracht werden? Es werden wohl eher die Christen sein, die die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Und nochmals, Glaube an Jesus. Im Kontext geht es hier um ein starkes Vertrauen auf den Herrn, dass er einen durchbringen wird und bewahren wird. Es geht hier natürlich nicht um Errettung. Denn Errettung ist eine einmalige Sache. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben, nicht wird bekommen, wenn du weiter durchhast oder ausharrst. Sondern du hast ewiges Leben in dem Moment, in dem du dein Vertrauen auf Jesus zur Errettung setzt. Aber nicht jeder Christ wird Verfolgung durchstehen. Nicht jeder Christ wird durchhalten. Sondern manche werden einfach zu viel Zweifel haben, sie werden aufgeben und nicht einfach daran festhalten. Doch ich glaube an den Herrn und egal was passiert, was der Herr will, wenn der Herr will, dass ich ausharre, dass ich es schaffe, dass ich nicht umkomme, Amen. Ich vertraue dem Herrn. Ich werde weiter Seelen gewinnen gehen. Ich werde weiter dem Herrn dienen. Oder wenn der Herr will, dass ich umkomme, dass ich enthauptet werde, was auch immer, ich vertraue dem Herrn. Aber lass uns weitergehen zu Offenbarung Kapitel 14, Vers 13. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, schreibe, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen. Ihre Werke aber folgen ihnen nach. Wir werden ruhen von ihren Mühen. Ja, wir kennen das Lied Spuren von Jesus. Ich versuche jetzt das zu zitieren, Mensch. Ich komme nicht drauf, aber wir werden ruhen von unseren Mühen natürlich. Und aber was folgt uns nach? Unsere Werke folgen uns nach. In welchem Sinne? Die Werke, die wir hier für den Herrn tun, wir werden dafür belohnt werden. Die Werke der Ungläubigen folgen ihnen auch nach, aber sie werden für ihre Werke bestraft werden. Sie werden entsprechend ihre Werke gerichtet werden. Wir kommen auch durch ein Gericht, aber da geht es darum, Lohn zu empfangen für das Gute, was wir für den Herrn getan haben. Ihre Werke aber folgen ihnen nach. Glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben. Der Tod seiner Heiligen ist kostbar in den Augen Gottes, heißt es ungefähr in der Bibel. Für mich ist Christus das Leben, das Sterben aber ein Gewinn. Offenbarung Kapitel 14, Vers 14, und ich sah und siehe eine weiße Wolke und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen. Er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und dieser Vers erinnert, sollte dich erinnern an Offenbarung Kapitel 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde, ja, Amen. Siehe, er kommt auf den Wolken. Jedes Auge wird ihn sehen. Und das, was sehen wir jetzt eben? Jesus kommt auf den Wolken. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke.
Und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen. Sohn des Menschen ist ein Titel für Jesus, mit dem sich Jesus selbst bezeichnet, der auf Daniel zurückgeht. Offenbarung 14, Vers 15, da heißt es, und ein weiterer Engel kam aus dem Himmel hervor, aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß. Sende deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Ernten ist für dich gekommen, weil die Ernte der Erde überreif geworden ist. Und der auf der Wolke saß, Jesus, warf seine Sichel auf die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Ernte ist ein typisches Symbol für die Entrückung. Genauso wie Weizen geerntet wird, in die Scheune gesammelt wird, so werden auch wir gesammelt. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Auserwählten aus seinem Reich sammeln, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Und wir werden eben gesammelt, wie Garben werden wir gesammelt, wir werden geerntet von der Erde. Und Matthäus Kapitel 13, Vers 30, ich schlage Matthäus Kapitel 13, Vers 30 auf. Ich fange schon mal an zu lesen, Vers 30, lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Das ist das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Genauso heißt es auch in Matthäus Kapitel 24, dass eben Jesus seine Engel aussenden wird. Er wird die Schnitter aussenden und sie werden uns ernten, sie werden uns sammeln. Von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen, heißt es. Lest zuerst das Unkraut zusammen, bindet es in Bündel, dass man es verbrenne, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Schau dir jetzt Matthäus Kapitel 13, Vers 37 an. Und er antwortete und sprach zu ihnen, das ist die Auslegung des Gleichnisses, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker ist die Welt. Der gute Samen sind die Kinder des Reichs, das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der sät, ist der Teufel. Die Ernte, achte darauf, ist das Ende der Weltzeit. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Die Schnitter sind die Engel. Wie wir dann eben auch in Matthäus Kapitel 24 lesen können. Gleich wie man nun das Unkraut, Vers 40, sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernis und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Genau das sehen wir auch in der Offenbarung, dass dann nämlich Engel alle Ärgernisse und diese Gesetzlosigkeit, die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln werden. Denn was heißt es in Offenbarung Kapitel 14, Vers 17? Geh wieder zurück zu Offenbarung Kapitel 14, in Vers 17. Und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor, der im Himmel ist. Und auch er hatte eine scharfe Sichel. Und ein weiterer Engel kam vom Altar her, der hatte Vollmacht über das Feuer. Und er wandte sich mit lautem Ruf an den, der die scharfe Sichel hatte, und sprach, sende deine scharfe Sichel aus und schneide die Trauben des Weinstocks der Erde ab, denn seine Beeren sind reif geworden. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt den Weinstock der Erde und warf die Trauben in die große Kelter des Zornes Gottes. Also es gibt eine zweifache Ernte am Ende der Weltzeit. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Es gibt eine zweifache Ernte. Wir sehen, dass Jesus wiederkommt. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seineswegen an die Brust schlagen. Sie werden wehklagen, alle Geschlechter der Erde. Warum werden sie wehklagen? Weil es eine zweifache Ernte sein wird. Wir werden geerntet von der Erde. Wir werden gesammelt, entrückt. Ja, wir haben den Antichristen gesehen, die große Trübsal, die 144.000, genauso wie in Offenbarung Kapitel 7. Und was kommt jetzt? Die Entrückung. Der Zorn Gottes wurde schon angekündigt, aber jetzt kommt natürlich erstmal die Entrückung. Es wird eine zweifache Ernte sein. Wir werden gesammelt, aber es werden auch alle gesammelt, alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, wie es in dem Gleichnis heißt in Matthäus Kapitel 13. Sie werden auch gesammelt und sie werden in die große Kelter des Zornes Gottes geworfen. Der Weinstock ist reif geworden. Es ist reif, die Zeit, dass Jesus wiederkommt und uns retten wird. Es wird eine zweifache Ernte sein und die anderen auch ernten wird, aber sie werden dann den Zorn Gottes erfahren. Also auch diese Verse lehren wieder eindeutig, dass am selben Tag, am Tag des Herrn, die Entrückung stattfindet, wenn Jesus wiederkommt und der Zorn Gottes beginnt. Auch dasselbe sehen wir wieder in diesen Versen. Am selben Tag,
Jesus kommt wieder auf der Wolke, sendet seine Sichel und ein anderer Engel auf der Wolke sendet auch seine Sichel, aber um die Erde zu ernten, um sie dann alle Ungläubigen, die nicht entrückt wurden, in die große Kälte des Zornes Gottes zu werfen. Das ist natürlich eine symbolische Sprache. In einer Kälte werden Weintrauben getreten, um Saft daraus zu machen. Sie werden zertreten. Gott wird sie zertreten und zermalmen und zermatschen und zerstampfen. Das Blut fließt. Der Zorn Gottes beginnt am selben Tag. Und zwar erfahren wir eine halbe Stunde später nach der Entrückung. Also auch wieder eindeutige zeitliche Abfolge. Offenbarung Kapitel 14, Vers 20, da heißt es, und die Kälte wurde außerhalb der Stadt getreten. Und es floss Blut aus der Kälte bis an die Zäume der Pferde 1600 Stadien weit. Wer ist es, der die Kälte tritt? Wer macht das? Und Gott macht das? Natürlich, logisch. Aber wer konkret, welche Person der Dreieinigkeit macht das? Geht zu Offenbarung Kapitel 19, Vers 13. Ich lese dir vor aus Jesaja Kapitel 63, Vers 1. Jesaja Kapitel 63, Vers 1, da heißt es, wer ist dieser, der dort von Edom herkommt, von Bosra, mit hochroten Kleidern? Er, der prächtig aussieht in seinem Gewand, stolz auftritt in der Fülle seiner Kraft. Ich bin es, der ich von Gerechtigkeit rede und mächtig bin zum Retten. Warum ist denn dein Gewand so rot und deine Kleider sehen aus wie die eines Kältertreters? Ich habe die Kälte allein getreten und von den Völkern war kein Mensch mit mir. Und so habe ich sie zertreten in meinem Zorn und zerstampft in meinem Grimm, dass ihr Saft an meine Kleider spritzte und ich habe mein ganzes Gewand besudelt. Wer ist das? Offenbarung Kapitel 19, Vers 13. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Ich meine, bilde dir nichts ein. Okay, bilde dir nichts ein. Es ist eindeutig, dass Jesus Christus derjenige ist, der die Kälte tritt. Dass Jesus Christus seinen Zorn ausgießt. Jesus, der kommt am Tag des Herrn, uns entrückt, uns ernten wird. Die zurückbleiben, die werden auch geerntet, um sie dann für die zweiten 3,5 Jahre für den Zorn Gottes in die große Kälte des Zornes Gottes zu werfen. Und die Kälte wird getreten außerhalb der Stadt. Und es floss Blut aus der Kälte bis an die Zäume der Pferde, 1600 Stadien weit. Wie die Kälte außerhalb der Stadt getreten wird, so litt auch Jesus am Kreuz außerhalb der Stadt. Das erfahren wir tatsächlich, dass Jesus außerhalb des Tores, außerhalb der Stadt litt am Kreuz und Gottes Zorn getragen hat. Schau, Jesus kann dein bester Freund oder dein ärgster Feind sein, der dich eines Tages zertreten wird. Jesus kann dein bester Freund oder dein ärgster Feind sein. Gott sei Dank hat Jesus außerhalb der Stadt am Kreuz gelitten. Und die Bibel sagt in Johannes Kapitel 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Lass uns beten. Danke, Herr, dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, Herr. Ich danke dir, Herr, für die wunderbaren Zusammenhänge in deinem Wort. Herr, ich danke dir, Herr, für die Lehre aus Offenbarung Kapitel 14. Herr, danke und wir loben dich für deine Offenbarung. Wir loben dich für all das Wunderbare, was du uns in deinem Wort zeigst, Herr. Wir loben dich für deinen Zorn, Herr. Wir loben dich für deine Gnade. Danke, Herr, dass du gelitten hast am Kreuz, Herr, dass du den Zorn Gottes getragen hast und auf dich genommen hast, Herr. Aber wer nicht an dich glaubt, dein Zorn bleibt auf ihm. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm, Herr, und wir wollen Menschen retten, Herr. Bitte segne diesen Seelengewinnmarathon, lass noch Menschen gerettet werden morgen. Und bitte hilf uns, einen Unterschied zu machen in Deutschland, Herr. Und ich bitte dich, hilf uns, dein Wort besser und besser zu verstehen, Herr. Wir loben dich für dein Wort, Herr. Wir danken dir für deinen gerechten Zorn. Du bist gerecht, deinen Zorn auszugießen eines Tages, Herr. Danke, Herr, dafür, dass wir wissen, was bestehen wird, dass wir nicht überrascht sein werden, wenn der Antichrist an die Macht kommt, sondern dass wir wissen, dass es dann bald soweit ist, dass du wiederkommst und wir endgültig entrückt werden, Herr. Bitte segne den Seelengewinnmarathon weiterhin, segne morgen den Gottesdienst und wir beten in Jesu Namen. Amen.